Strahlender Sonnenschein und mega heiße Temperaturen. Damit darf ich euch begrüßen zu einem neuen Video. Ich habe euch ja versprochen, ich mache eine Roomtour von meinem La Strada Avanti C und das mache ich heute. Ich habe mir diesen schönen Platz hier ausgesucht. Es ist traumhaft ruhig, was aber nichts daran ändert, dass es wirklich, wirklich heiß ist. Und auch wenn er jetzt wirklich schief steht, da ist er, das kann er ab, das macht nichts. Wichtig war mir hier so ein bisschen die Umgebung. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal in die Vollen. Wir starten ruhig hier hinten, um keine Zeit zu verlieren. Was sehen wir? Also ich finde, wir sehen ein super, super schönes Fahrzeug. Was vielleicht dem einen oder anderen gleich auffällt, ist, es ist kein Dekor auf dem Fahrzeug. Das war mein Wunsch, dass keins drauf ist, weil ich eigentlich vorhatte, ihn nachträglich dezent zu folieren. Mittlerweile gefällt er mir aber so gut, dass ich das ja gar nicht mehr möchte. Vielleicht kommt noch was, vielleicht auch nicht. Aber in diesem schönen Weiß gehalten gefällt er mir persönlich sehr, sehr gut. Und wir fangen mal an hier bei diesen schönen Seitzrahmenfenster, die sehr schön hier außenbündig abschließen. Ein bisschen was zur Konfiguration sage ich natürlich schon, weil das Video soll auch für alle gedacht sein, die sich ein Kastenwagen, ich sage sehr ungern Kastenwagen, anschaffen wollen. Das heißt, hier vielleicht gleich auffällig an der Tür zur Toilettenbox. SOG, das ist die Absaugung von der Toilette. Und ich habe mein Fahrzeug konfiguriert ins Blaue hinein. Das heißt, ich hatte vorher auch nicht getestet und alles, was mir sinnvoll erschien, habe ich konfiguriert. Und diese Absaugung ist wirklich der Hammer. Also wir hatten noch nicht ein einziges Mal unangenehme Gerüche. Und nachdem wir auch keine Chemie in der Toilette haben, sondern nur Solbio, das darf man ja ruhig sagen, habe ich mir auch sagen lassen, durch diese zusätzliche Luft, die da durch die Absaugung eben mit reinkommt, funktioniert biologisches Zersetzungsmittel einfach noch besser. Wir haben auf unserem Fahrzeug hier die schönen Bohrbett 18 Zoll Bereifung. Auch hier wieder oft die Aussage, das Fahren mit 18 Zoll ist ganz was anderes. Das mag so sein, ich bin 16 Zoll noch nicht gefahren, das heißt, ich habe es mal gefahren in einem anderen Fahrzeug, aber eben einfach nicht über längere Strecken, aber ich kann einfach sagen, das Fahren ist traumhaft, das hat Pkw-Qualität, nicht zuletzt, weil wir aber auch noch die Unterstützung der Goldschmidt drin haben, dazu später mehr. Ja, recht viel mehr gibt es auf dieser Seite gar nicht zu sagen, wir haben hier den Wasseranschluss und ja, diese Optik, für mich schöne Optik, zieht sich natürlich durch. Was hier zu sagen ist, der Frontfänger ist natürlich lackiert. Das war für mich ein sehr wichtiger Punkt. Ich wollte aus diesem Lieferwagen Design weg und das geht eben nur, wenn man ein bisschen lackiert. Und was hier natürlich auffällt, ich habe jemanden, der sich immer sehr viel Späße mit mir macht. Deswegen, das ist eigentlich, stimmt hier optisch was nicht. Ja, das heißt, das was hier noch schwarz ist, müsste weiß sein. Ja, war ein Fehler. Jetzt nicht meinerseits, aber ich hatte dann keine Lust mehr drauf zu warten und das nacharbeiten zu lassen. Und mittlerweile stört es mich auch gar nicht mehr. Und wir haben es eben so gelassen. Vielleicht kommt da mal noch eine Folie drüber oder auch nicht. Das werden wir sehen. Ja, die andere Seite birgt die Luftauslässe für den Kühlschrank. Hier sei gesagt, unbedingt darauf achten, einen zusätzlichen Lüfter mit einbauen zu lassen.
Denn wenn hier die Sonne drauf scheint und die Schiebetür offen ist, dann kriegt der Kühlschrank definitiv zu wenig Luft und nimmt eventuell sogar Schaden. So, hier haben wir den Truma-Kamin. Auch dieser Zusatz hier, das ist ein relativ günstiges Teil. Ich kann es nur jedem empfehlen, weil das Kondenswasser, was da rauskommt, läuft hier runter, bildet im Winter einen riesigen Eiszapfen und hinterlässt auch lästige Spuren. Den Strom stecken wir hier an und ausstattungsmäßig haben wir noch investiert in diese Regenrinne. Und zwar ist die über die ganze Länge auch LED beleuchtet, das heißt ein wunderschönes Licht, abends auch dimmbar und eine ganz tolle Sache. Das heißt, ist die nicht drauf, läuft das Wasser bzw. tropft das Wasser, vielleicht schauen wir es uns mal an, eben hier im Eingangsbereich runter und das ist nicht so schön. Das Einzige, was ich mir jetzt sparen möchte, ist die Markise auszufahren und zwar aus dem Grund, weil noch ein Video kommt, wo ich zeige, wie ich die Markise festmache. Ja, und somit können wir einsteigen. Wir haben uns seinerzeit entschieden, zu dem Dekor weiß und die Klappen in Nussbraun. Scheinbar war das zu der Zeit, das war 2018, noch nicht so bekannt. Ich finde das eine absolut gelungene Lösung. Gefällt mir bis zum heutigen Tag super, super gut. Und ja, bin sehr glücklich damit. Was gibt's denn noch zur Konfiguration zu sagen? Also, ich hatte bei meiner Konfiguration einen sehr kompetenten, netten Verkäufer, den Camper Tobi. So habe ich ihn auch kennengelernt. Und wir haben gemeinsam das Fahrzeug konfiguriert und er hat mir auch gesagt, ja, das könntest du brauchen, das nicht. Es ist von den Komfortpaketen her einfach so, dass man sich genau überlegen muss, was man braucht, was man nicht braucht. Aber was vielleicht auch jemand anders brauchen könnte, wenn man das Fahrzeug mal verkaufen möchte. Und somit haben wir auch das Komfortpaket mit reingenommen, das den Spurassistenten enthält, weil es eben fast schon Standard ist, den zu haben. Und wir haben auch das Komfortpaket, ich glaube, das ist 2, gewählt mit den SKA-Sitzen. So, und die SKA-Sitze sind wirklich nicht günstig. Mit ein großer Hintergrund war die Sitzheizung und das Teilleder. Das habe ich mir unbedingt eingebildet. Und auch natürlich der Hintergrund, dass ich gesagt habe, ich möchte viel fahren und möchte dann anständige Sitze. Und bis heute also wirklich großes Lob, SKA, die Sitze sind gigantisch. Ja, Entertainment haben wir das Alpine 902 XDU, wenn mich nicht alles täuscht. Auch dieses Gerät fantastisch, hat jede Reise wirklich super, super gemeistert. Also ich kann gar nicht sagen, auch die Tatsache, gut, bei den meisten kann man es eh, dass man die Fahrzeugdaten eingeben kann, dass man sich nicht unbedingt um die Höhe sorgen muss oder. Höhe, Breite, Länge, Gewicht des Fahrzeugs kannst du alles eingeben und die Route wird eben dementsprechend so geplant. Klimaautomatik war mir persönlich noch wichtig. Ich kenne das eben aus dem Pkw-Bereich und ja, Klimaautomatik ist Klimaautomatik. Gibt es nicht mehr allzu viel dazu zu sagen. So, dann schwenken wir weiter. Ich habe jetzt weniger ein Problem damit, Schränke aufzumachen. Also wir haben hier sehr schöne Ablageflächen. Wir haben ganz tolle Lampen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, die eben, wenn man den Strom einschaltet, so eine
so eine Dimmfunktion haben und dann eben eine Helligkeit, also volle Helligkeit, und das Ganze ist dann nochmal dimmbar, alles über Fingerdruck, sehr ansprechend. Ja, die Schränke ausreichend tief. Vor allem muss man sagen, dass sehr viele Schränke hier drin sind. Das schauen wir uns hinten dann auch noch an. Und diese Klappe hier, ich war auch ganz begeistert, als die Modelle rausgekommen sind mit, mit dem Sunroof im Kastenwagensegment. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Also ich glaube, ich möchte auf dieses Fach einfach nicht verzichten. Da geht wirklich so viel rein. Das ist echt gigantisch. Und es ist eigentlich, jetzt sind wir nicht unterwegs, aber wenn wir unterwegs sind, ist es eigentlich immer voll. Ja, das Kochen und Spülen. Darüber habe ich ja schon ein Video gemacht. Das war jetzt der einzige Kritikpunkt, wenn man überhaupt Kritikpunkt sagen kann, den ich vorher hatte. Und das ist die Kochspüleinheit aus dem Modelljahr 2020. Ja, also hat jetzt auch die ersten Tests durchlaufen und mit Bravour bestanden, so wie ich das eigentlich erwartet habe. Super happy damit, auch wenn es jetzt nur zwei Flammen sind. Gigantisch. Küchenblock selbst. Wir haben hier vorne die Ice-X für die Gasflaschen. Wir haben eine 230 Volt Dose. Wir haben zwei USB-Dosen. Dann gibt es die Besteckschublade, eine größere Schublade und darunter das gleiche nochmal. Und auf der linken Seite haben wir eben zwei große Schubladen. Ich hoffe, man kann das sehen. Für Töpfe, Pfannen etc. Lichtschalter für Hauptlicht und ambiente Beleuchtung. Ja, und was ich noch in keinem Lastradar-Video gesehen habe, deswegen zeige ich das auch ganz gerne. Ist zum einen sehr praktisch, zum anderen was für Detailverliebte. Hier haben wir eine Klappe und diese Klappe beherbergt diesen Vorhang. Der rutscht jetzt natürlich runter, weil das Auto schief steht. Aber dieser Vorhang bietet Sichtschutz nach hinten. Das heißt, legt sich jemand hinten hin und will es finster haben, weil vorne jemand Fernseh schaut, obwohl wir keinen Fernseher haben, aber viele haben einen. Oder tanzt rum, weil er gerade geduscht hat, nackig, dann ist dieser Vorhang super gut. Was mir von Anfang an gut gefallen hat, waren diese Rollläden. Ja, das heißt, ich mache hier in dem Bereich, wo es nicht ganz so großzügig ist, nicht noch eine Klappe auf, wo ich mir ständig den Kopf anhauen kann, sondern ich habe diese schönen Rollladentüren hier. So sieht das aus. Hier haben wir den Schalter für den Wechselrichter. Auch ein Wechselrichter ist verbaut. Wir haben die Truma-Steuereinheit und die zentrale Steuereinheit aller Funktionen. Dann haben wir hier den Kühlschrank. Was wir gemacht haben, weil ich einfach keine Situation kenne, wo ich sage, ich brauche unbedingt Eiswürfel im Fahrzeug. Wir haben das Gefrierfach rausgemacht. Das geht ganz einfach und somit haben wir einfach viel mehr Platz im Kühlschrank. Der Kühlschrank funktioniert mit Strom, Gas oder Batterie. Das Ganze stelle ich auf Automatik und dann sucht er sich seine Stromquelle selbst. So, der Bereich zum Kleidung verstauen. Auch wieder schöner Rollladenschrank. Eine Schublade. Und die Schublade hat unten auch noch eine Kleiderstange. Das heißt, wenn ich jetzt hier diese Klappe aufmache und zum Beispiel einen Boden rausmache, dann habe ich einfach die Möglichkeit, hier
Sachen aufzuhängen. Nettes Detail. Ja, dann haben wir Heckquerbetten und völlig ausreichend. Wir haben hier, wie man schön sieht, ringsrum alles voll mit Stauraum. Und jetzt auf der rechten Seite haben wir wieder einen Rollladenschrank. Das ist eigentlich gedacht für den Fernseher, den wir nicht an Bord haben. Und jetzt kommen wir zum ausschlaggebenden Kriterium, warum die Entscheidung auf den La Strada Avanti C gefallen ist. Also von vornherein war für mich wichtig, wir sind jetzt hier im Bad, dass ich zu jeder Zeit meine eigene Toilette, übrigens eine Keramiktoilette, meine eigene Toilette nutzen kann und auch meine eigene Dusche. Das heißt, kein Raumbad oder ähnliches, das war für mich jetzt keine Option. Ich wollte ein schönes, großes Bad, das es mir wirklich garantiert, immer duschen zu können. Und eben auch kein Duschvorhang, sondern hier wirklich eine vollwertige Duschtür. Und das genieße ich wirklich nach wie vor. Also es gibt eigentlich ich würde mal schätzen, von 50 Fällen max einmal das Duschen irgendwo anders. Aber das ist auch wirklich das Maximum. Ja, also das ist hier die Nasszelle. Auch wieder schön beleuchtet. Sieht man jetzt natürlich schlecht. Aber ausreichend groß, um wirklich immer duschen zu können. So, was gibt es noch Wichtiges zu sagen? Die Rückbank in der Dinette ist ausziehbar. Das heißt, man kann sie nach vorne ziehen, um ein bisschen bequemer zu sitzen. Natürlich ist auch der Tisch, schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen. Nein, kriegen wir nicht hin mit einer Hand. Natürlich ist der Tisch ausdrehbar. Das heißt, er hat dann fast die doppelte Größe. Und auch hier haben wir, wie sich das gehört, eine Arbeitsplattenerweiterung. Die Trittstufe kommt hier raus und auch im Außenbereich hat man in dem Küchenkasten noch wirklich viel Platz gefunden. Hier ist nochmal eine Schublade und ja, La Strada typisch, das Zaubertischchen, wenn man es so nennen kann. Also wenn ich jetzt irgendwo stehe und sage, ich will jetzt nicht alles rausräumen, möchte aber gern gemütlich einen Kaffee trinken, dann habe ich dieses Tischchen hier, stelle mir zwei Hocker dazu und kann in dem Tischchen natürlich auch noch Sachen verstauen. Ja, das heißt, es bleibt noch, ich wusste gar nicht, dass man so viel reden kann, über so ein Fahrzeug. Wir sind ja jetzt hier schon bei 18 Minuten. Es bleibt jetzt noch das Heck. Da werde ich, um euch das wirklich ganz zu zeigen, wahrscheinlich einen kleinen Schnitt machen müssen. Jedes Mal, wenn ich ihn hier von hinten sehe, bin ich happy. Also das ist wirklich toll. Jetzt schauen wir uns das Ganze an. Und auch hier, schaut mal. Absolut großzügig. Natürlich muss man das Ganze ein bisschen organisieren. Ihr könnt euch gerne mal ein Video von Markus von Fan4Van anschauen. Von dem habe ich nämlich das hier kopiert. Er hat nämlich ein Video gemacht, wo er zeigt, was er alles so benutzt und wie er es einräumt. Und das hier hat mir ganz gut gefallen. Funktioniert auch ganz gut. Wir haben hier solche Schubläden, die man natürlich auch unterteilen kann. Ich sage, hier ist einmal Sonstiges, da ist einmal alles, was Strom ist, da ist alles, was Wasser ist und da ist nochmal Sonstiges. Dann haben wir hier hinten den Wechselrichter. Wechselrichter war mir relativ wichtig. Ich habe ihn noch gar nicht so oft gebraucht, aber ich denke, Autarkie wird in der Zukunft immer wichtiger sein.
Und jetzt sehe ich gerade, dass ich was ganz Wichtiges vergessen habe. Also etwas für mich Wichtiges. Da gehen wir nachher nochmal schnell rein. Hier haben wir Stühle und Tisch organisiert. Und zwar mit so, ja, Federstangen, die man eben hernimmt, um einen Duschvorhang aufzuhängen oder sonstiges. Das klappt super, super gut. Und hier unten ist dann die Aufbaubatterie drin und das ganze Strom. Compartment. Ja, der Gaskasten ist hier hinter den Boxen und auch den werde ich euch gleich noch mal zeigen. Und zwar in Verbindung damit, dass man diese Bettseite hier komplett noch nach oben aufklappen kann. Aber wenn ich das jetzt mache, dann fällt mir da unten alles um. Deswegen schalten wir das jetzt kurz ab und sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir zurück. Und jetzt schaut euch das mal an, wie viel Platz jetzt in diesem Heckbereich ist. Das heißt, das Bett ist jetzt aufgeklappt. Fahrräder, was auch immer, sperrige, hohe Sachen finden jetzt hier Platz. Es sind auch hier unten nochmal Kleiderstangen angebracht. Und wer eben vielleicht mit Fahrrädern unterwegs ist, also bei mir ist normalerweise hier unten mein Skadi drin. Und dementsprechend brauche ich diesen Platz nicht. Was mir aber super gut gefallen hat, war die Geschichte mit dem Gaskasten. Das heißt, ich brauche jetzt wahrscheinlich keinem erzählen, wie toll das wäre, wenn man da die Gasflaschen reinfummeln muss. Und Lastrada hat eben hier so einen ausziehbaren Gaskasten generiert und das ist natürlich sehr schön dann zu bedienen. Ja, was ganz, ganz erwähnenswert ist, ist natürlich die Verarbeitung. Ja, also die meisten Türen sind wirklich roh. Wir haben hier auch die Entlüftung für die Feuchtigkeit. Es ist ruhig im Fahrzeug, es ist warm im Fahrzeug. Wir waren also schon auch im Winter unterwegs. Der doppelte Boden und die gute Isolierung halten, was sie versprechen. Und jetzt schauen wir noch mal kurz nach vorne. Ich habe ja gesagt, etwas mir Wichtiges habe ich kurz vergessen. Das heißt auch zum Beispiel diese Geschichte hier, dass man das mit einer Hand schön lösen kann, finde ich toll. Und diese Klappe hier, die ja nach hinten geht, ich habe da eben immer einen Wasserträger stehen. Und das Wasser ist ungelogen, auch wenn es draußen über 30 Grad hat, das ist da unten wunderschön kühl. So, ja, eigentlich sind wir durch. Außer, habe ich ja vorhin gesagt, für die Interessenten, die sagen, ja, ich möchte mir so ein Fahrzeug kaufen, ist ja völlig egal, ob von Lastrada oder irgendjemand anderen. Ich habe mir hier noch einen kleinen Spicker gemacht. Es ist zwar mein Fahrzeug, aber für mich ist alles so Gewohnheit, dass ich das ein oder andere schon gar nicht mehr weiß. Was hat man denn konfiguriert? Also eben dieses Komfortpaket 1 und 2. Das Teilleder, das ist Geschmackssache. Also das ist wirklich Geschmackssache. Der eine mag Leder gar nicht, der andere mag dann auch Vollleder. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also absolut empfehlenswert wirklich die Toilettenentlüftung, die SOG. Das kann ich nur empfehlen. Wir haben seinerzeit die Standardaufbaubatterie aufgerüstet in eine 150 Amperestunden Gel-Batterie. Und ich komme damit gut zurecht. Also wir haben ein Solarpanel drauf mit 100 Watt. Ich kann dazu nichts Negatives sagen. Wir kommen damit gut zurecht. Allerdings, wir stehen auch häufig am Strom. Aber alle Momente, wo ich sage, man steht autark, war kein Thema. Also auch mit Kaffeemaschine etc. So, der Wechselrichter ist ein 1800 Watt Sinuswechselrichter und kostet auch ein bisschen Geld, aber wenn er drin ist, ist er drin. Wenn ihr sagt, ihr fahrt nur
ein, zwei Mal im Jahr in Urlaub und fahrt da auf dem Campingplatz 2 Wochen, dann werdet ihr den nicht brauchen. Aber für alle, die wirklich viel unterwegs sein wollen, ja, sollte man drüber nachdenken. Also ich finde ihn klasse, jederzeit auf 32 Volt umschalten zu können. Natürlich Batterie-Equipment dementsprechend. Auch einen Ladebooster haben wir drin, damit der Strom einfach schneller wieder zurück in die Batterie geführt wird. Und jetzt ist genau das passiert, was ich gesagt habe. Man ist es so gewohnt, alles, dass man das ein oder andere vielleicht vergisst. Und ich habe hier oben statt dem kleinen Hickey habe ich diesen Lüfter. Und der Lüfter bietet eben die Möglichkeit, die warme Luft rauszusaugen oder kühle Luft reinzublasen. Viele haben den über den Küchenbereich, hat auch absolut seine Rechtfertigung, um Dämpfe etc. abzuziehen. Ich habe gesagt, naja, wenn das wirklich so warm wird, möchte ich den gerne im Schlafbereich haben. Und wenn man jetzt die Zusatzlüftung, die Truma-Zusatzlüftung anmacht und hier den Ventilator die Luft rausziehen lässt, das macht gleich mal auch ein paar Grad aus. Ja, was haben wir denn noch? Ein schönes Kochfeld. Aber der Wechselrichter, die Luke. Ja, Nebelscheinwerfer war etwas, was mir wichtig war. Und ich bin völlig überrascht. Also vor allem Herbst, Winter. Das hätte ich nicht gedacht. Ich wollte sie unbedingt haben. Aber ich hätte nicht gedacht, was sie dann letztendlich wirklich für ein tolles Licht machen. Kann ich empfehlen. Ist nicht so teuer. Das war's im Großen und Ganzen. Auch ausstattungsseitig, bis auf ein Detail, die 18 Zoll hatten wir ja schon. Auch hier immer wieder die Frage, ja, wie viel Luft, also wenn ich in die Werkstatt fahre, die lassen sich nicht davon abbringen, die pumpen die Dinger wieder, ich habe keine Ahnung, ich glaube auf 5 Bar auf, ich muss dann wieder ablassen. Ich glaube, wir fahren mit 3,8 und das ist ein tolles Fahren. 4 Monate, glaube ich, nachdem ich das Fahrzeug hatte, habe ich mich entschieden, hier noch ein Upgrade zu machen. Und zwar das Goldschmidt-Upgrade. Das bedeutet, es sind vorne stärkere Federn drin und hinten eine Zusatzluftfederung, die man aufpumpen kann. Zum einen schont es natürlich die Blattfedern. Ja, wir reden hier ja von Gewichten, die wir durch die Gegend fahren. Und zum anderen ist es ein Wahnsinnsfahrgefühl. Also der Mitarbeiter von Goldschmidt hatte recht. Du wirst sehen, beim Verlassen von unserer Firma wirst du versuchen, jeden Gulli, jedes Schlagloch mitzunehmen, um es zu testen. Es war wirklich so. Und ja, war traumhaft. Was ich gerade im Kastenwagenbereich oder vielleicht nur im Kastenwagenbereich, ich weiß es nicht, jedem ans Herz lege. Ihr wollt euer Fahrzeug lange fahren und wenn ihr es wirklich verkauft, dann soll es natürlich in einem guten Zustand verkauft werden. Ja, und dieses Fahrzeug hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hat einen kompletten Unterbodenschutz. Der ist wirklich zu, also nicht hier mit so einem Wachsgeschmier, sondern wirklich ein elastischer Unterbodenschutz. Allerdings, sei wieder gesagt, das hat mich auch ein bisschen geschreckt, wir sprechen von 18 Kilo. Ja? Da sind 18 Kilo Unterbodenschutz drunter. Und damit kommen wir auch ein bisschen zum Ende, nämlich mit den Fahrzeugdaten. Also das Fahrzeug ist knapp über 2,90 Meter hoch, 6,36 Meter lang und ohne Spiegel, glaube ich, 2,05 Meter breit und läuft auf 3.500 Kilo. Und ich habe in dem Fahrzeug absolute Qualität. Ich habe einen gigantischen Möbelbau, also ich habe da wirklich schon ganz andere Sachen gesehen. Fliegenschutztür, ja.
Aber diese Qualität hat, wie man so schön sagt, ihren Preis. Und ich rede jetzt gar nicht vom Europreis, sondern ich rede vom Gewicht. Wir sind zu zweit unterwegs und haben zwei Hunde dabei, wovon einer ein großer Hund ist. Aber das bedeutet schon, gewichtsmäßig fahren am Limit. Jetzt einen Kastenwagen aufzulasten, ich habe bis jetzt erst einen gesehen. Ich habe mich auch mit ihm unterhalten und er sagte, ja, er hat Fahrräder dabei und so weiter. Und er will einfach seine Ruhe haben, ist viel im Ausland unterwegs, wo wir null Toleranzen haben, was das Gewicht anbelangt. Gut, das muss jeder selber entscheiden. Also wir reden hier nicht von Leichtbau. Dafür reden wir von Qualität, aber eben auch von Gewicht. Und beim Konfigurieren vielleicht immer darauf achten, schaut euch auf dem Ausdruck auch die Entwicklung vom Fahrzeuggewicht an. Das heißt, der Hersteller gibt an, eine fahrbereite Masse mit bisschen Wasser und bisschen Sprit und bisschen Fahrer. Wobei die meisten Fahrer schon schwerer sind, aber egal. Und jedes Zubehör, das ihr dazu konfiguriert, wird dann aber mit Gewicht angegeben. Und ganz unten gibt es dann einen Strich. Und das ist dann euer Fahrzeuggewicht plus, 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 plus Fahrer, plus Frau, plus Kind, plus Hund, was auch immer. Ja, da müsst ihr einfach ein bisschen aufpassen. Aber dieses Thema ist ja weit verbreitet, schon oft besprochen worden. Und ich denke, ihr kriegt das alle hin, damit ihr glücklich und zufrieden campen könnt. In diesem Sinne, ich werde in Kürze noch ein Video machen zum Zubehör, das ich alles benutze. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ich irgendwas vergessen habe, ich könnte jetzt hier noch über das Fahrzeug 2 Stunden sprechen, dann schreibt mich ruhig an oder schreibt was in die Kommentare. Ich verabschiede mich mit diesen tollen Bildern und werde jetzt gleich in die Dusche springen. Euch noch einen wunderschönen Tag, eine schöne Zeit beim Campen. Egal, ob das jetzt schon aktuell ist oder in Zukunft. Alles Gute und bis bald.